Ich bin Carsten Fernau und wenn du Bassist bist, kennst du vielleicht meinen Namen. Ich habe bestimmt 25 Jahre lang für den Bassprofessor Testberichte geschrieben. Es ist jetzt auch nicht nur so, dass ich hier Bässe mache, sondern überwiegend auch Gitarren. Ergibt sich ganz einfach daraus, dass es ja mehr Gitarristen als Bassisten gibt. Aber heute habe ich hier mein echtes Sahnestück auf der Werkbank. Ein Music Man Stingray. Müsste eigentlich so aus dem Herbst 1978 sein. Ich werde aber auch noch mal so ein paar Details checken. Es gibt einige Anhaltspunkte bei diesem Instrument, an denen man in etwa erkennen kann, wann das Instrument gebaut wurde. Was ich als erstes machen werde, ist also eine Analyse. Ich werde mir den Ist-Zustand angucken, alles mal so ein bisschen durchmessen, mir angucken, wie ist die Halskrümmung, wie ist der Halswinkel, wo stehen die Reiter, wie weit ist der Tonabnehmer entfernt, wie ist die Sattelkerbung, vielleicht schon zu tief, muss der Bass einen neuen Sattel haben oder die Gitarre. Solche Sachen checke ich erstmal und dann werde ich entscheiden, was zu tun ist und das der Reihe nach abarbeiten. Ich fange bei diesem Instrument jetzt erstmal mit dem Elektrocheck an, um überhaupt erstmal festzustellen, ob das Instrument funktioniert. Es ist ein bisschen Signal da, aber das ist nicht der Rede wert. Das kann es nicht sein. Also wird hier elektronisch irgendwas nicht in Ordnung sein. Ich habe da auch schon einen Verdacht. Bei diesem Instrument handelt es sich ja um ein 78er Stingray. Und die Stingray-Bässe der ersten Baujahre, 76 bis, ich glaube, 79, hatten keine Abschaltung der Batteriespeisung, so wie man das heute kennt. Wenn man also ein Kabel rauszieht aus der Klinkenbuchse, ist der Stromfluss auch unterbrochen. Bei diesen alten Stingray-Bässen ist es tatsächlich so, dass die Batterie immer weiter leer gesaugt wird. Das heißt, es nützt gar nichts, ob man das Kabel drin lässt oder rauszieht. Die Batterie wird einfach immer leerer. Also, checken wir das mal. Hier gibt es eine wunderschöne Klappe mit zwei Schrauben. Nicht ganz so komfortabel zum Wechseln wie diese modernen Klappfächer, wo man einfach nur das Ding aufklappt und dann die Batterie reinschiebt. Aber natürlich auch ein bisschen schicker. So, das ist die alte Batterie. Ja, 1 Volt ist jetzt nicht mehr viel. Das reicht auch nicht mehr, um diesen Bass zu betreiben. Ja, ein eleganter Wurf. Und wir verpassen dem Instrument einfach mal einen neuen Saftspender. Bei diesen Schrauben muss man aufpassen, das sind tatsächlich Feingewindeschrauben, die nicht, also keine normalen Holzschrauben, wie man es heutzutage oft hat. Und wenn man diese Schrauben so ein bisschen verkantet, dann macht man das Gewinde kaputt. Also muss man aufpassen, dass man die genau richtig reinsetzt. Dann knüllt sich die auch nicht allzu sehr an, weil es da ohnehin schon ziemlich eng drin ist. Das müssen wir jetzt nicht noch komprimieren. So. Und alles geht wieder. Das war also tatsächlich auch die Ursache. Die Batterie war einfach leer, weil hier eine normale Klinkenbuchse drin ist, wie bei einem Passivbass. Der Bass ist wahrscheinlich laut Seriennummer von 1978. Bei diesen Seriennummern weiß man natürlich auch nie so richtig, wann der Bass jetzt tatsächlich gebaut wurde, weil letztendlich ist das auch nur ein Bauteil, was in irgendeiner Schublade liegt, was vorher hergestellt wird. Und dann, wenn der Bass zusammengestellt wird, greift man rein in die Schublade und hat dann eben diese Halsplatte mit dieser Seriennummer. Die kann dann natürlich auch schon eine Weile drin liegen. Das heißt, der Bass könnte auch von 79 sein, hat aber eine End-78er Seriennummer. Ich gucke aber mal so ein paar Details an bei diesem Instrument, die das etwas näher eingrenzen könnten. Wir haben zum Beispiel die Brücke mit der String-Through-Maßnahme hier.
Die Saiten werden also durch den Korpus gezogen bei den alten Stingray-Bässen. Das hat sich, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, das hat sich erst relativ spät geändert. Ich glaube, in den frühen 80ern oder so fand dann die Umstellung auf die Top-Load-Brücke statt, wo die Saiten dann einfach hier hinten durchgezogen werden. Die alten Brücken haben halt tatsächlich nur die String-Through-Geschichte. Und bei den ganz alten Stingray-Bässen, das kann man auch ganz gut erkennen bei diesem Instrument, sind die Bohrungen quasi unter den Oktavschrauben, sodass die Saiten einen ganz kruckeligen Verlauf hier nehmen, an den Federn lang. Das haben die tatsächlich dann Anfang 79 geändert, sodass dieser Bass also tatsächlich wahrscheinlich ein End-78er sein wird. Dann gucke ich auch noch mal ins Elektronikfach. Und der normale Kunde hat da natürlich auch nichts drin zu suchen. Da sind keine Teile drin, die wichtig sind, die eingestellt werden können. Keine Trimpotis. So, und jetzt schaue ich da mal rein. Sehe die normale Klinkenbuchse ohne Abschaltung. Und ich sehe die Platine, die in dieser schwarzen Masse eingehüllt ist. Das ist ein sogenanntes Black Epoxy Board. Und das haben die bei Music Man tatsächlich nur bis Ende 78 verwendet. Siehe also da, der Bass wird irgendwann September, Oktober 78 hergestellt worden sein. Produziert wurde der Bass übrigens von einer Firma namens CLF Research und dann an Music Man quasi weiterverkauft. Der Hersteller war CLF Research und dahinter verbirgt sich ja niemand anderes als Clarence Liu Fender, CLF. Und der hat sich dann allerdings mit den Leuten von Music Man Ende der 70er überworfen, sodass seine Zeit bei Music Man tatsächlich nur 3 Jahre währte, von 76 bis 79. Und dann hat er zusammen mit seinem Partner George Fullerton G&L gegründet. Ja, haben also das gleiche Werk genutzt. CLF Research war eine Herstellungsfirma, eine Produktionsfirma. Und die haben dann nahtlos übergehend in diesem Werk angefangen, die G&L-Bässe zu produzieren. Daher auch viele Ähnlichkeiten. Also wenn man den Sabre-Bass kennt, so der letzte Wurf von Leo Fender bei Music Man, der hatte schon 2 Tonabnehmer, so eine ganz massive Brücke, die dieser Brücke hier schon sehr ähnlich sah. Das ist die Brücke, die dann auf den G&L-Bässen verbaut wurde. Okay, das war jetzt ein bisschen History zu diesem Instrument. Ist also ein schönes Vintage-Instrument. 77, mittlerweile ja tatsächlich schon die gute alte Zeit. Ich habe aber auch oft hier schon Instrumente gehabt aus den frühen 60ern und sogar aus den 50ern. Tatsächlich sind die auch meistens noch richtig gut in Schuss gewesen und absolut up-to-date. Und wer sich heute einen Fender-Bass kauft, einen Precision-Bass oder einen Jazz-Bass, der bekommt im Grunde technisch ein Instrument aus den 50ern oder 60er Jahren. Da hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Und auch die Music Man-Bässe werden ja nach wie vor so in diesem Stil hier produziert. Ein paar Verbesserungen gibt es. Zum Beispiel haben die neuen Bässe dann dieses Rädchen hier am Halsende. Da kann man dann die Halskrümmung ohne zusätzliches Werkzeug wunderbar einstellen. Hier haben wir noch die sogenannte Bullet Truss Rod. Hier am oberen Ende. Das ist so, ja, Bullet wie eine Patrone. Da reingesetzt.
Hat so ein bisschen den Nachteil, dass der Innensechskant relativ klein ausfällt. Wenn man also viel Halskrümmung benötigt, also oder sagen wir mal den Hals gerade ziehen muss, weil der Hals sehr durchgebogen ist, dann nudeln die natürlich auch schon mal gerne aus. Die alten Fender-Bässe hatten diese Kreuzschlitzmuttern am Halsende unten, waren ganz blöd zugänglich. Das war natürlich schon ein Gewinn hier, aber oft gab es eben auch Probleme mit ausgenudelten Innensechskantmuttern. Ich gucke mir die mal an hier. Die sieht erstmal ganz gut aus. Ich hoffe mal, dass wir den dann auch gut einstellen können. So, jetzt mal eine Analyse zum Ist-Zustand. Was ist an dem Instrument zu tun? Was ist hier nicht in Ordnung? Wo kann man was verbessern? Die Saitenlage ist extrem hoch. Also ich habe das hier mal gemessen. Bei der E-Saite haben wir über 3 mm. Bei der G-Saite bin ich schon bei 3,5 und ich sehe auch schon, bei dem Saitenreiter haben wir überhaupt keinen Spielraum mehr nach unten. Das heißt, das Böckchen ist schon auf der Grundplatte und wir haben hier über 3,5 mm. Und ich habe hier so eine schöne Liste, Tabelle, was so die Sollwerte sein sollten. Auch für Kunden, dass die das mal sehen, was eigentlich so Standardwerte sind. Weil oft kommen ja auch Leute an, die dann bei irgendeinem Versandhaus Bass für 120 Euro eine Saitenlage von 1 mm auf der G-Saite haben wollen. Das habe ich dann auch gemacht. Das geht, aber es ist natürlich aufwendig. Aber Standard ist so bei der G-Saite etwa 1,5, das ist schon so das untere Mittelfeld, oder 1,75 mm. Das ist tatsächlich mehr, was man als Medium Action bezeichnen kann. Bei der E-Saite dann entsprechend 2,25 bis 2,5. Das ist eigentlich immer so der Einstellspielraum, den ich verwende. So, um da jetzt hinzukommen, müssen wir mal schauen, welche Maßnahmen ich hier ergreifen kann. Saitenreiter runter geht nicht mehr. Halskrümmung werde ich jetzt mal checken. Das mache ich, indem ich den ersten Finger hier in den ersten Bund lege und dann mit dem Ellbogen die Saite am anderen Ende runterdrücke, sodass die Saite tatsächlich ein Lineal bildet. Und dann kann ich hier so im Bereich siebte Bund etwa tippen und schauen, wie stark die Krümmung ist. Und dieser Hals ist relativ konkav, also durchgebogen. Ja, ich werde das jetzt gar nicht messen, es ist einfach ein bisschen zu viel. Aber selbst wenn ich den jetzt gerader machen würde, also ganz gerade sollte man den Hals auch nicht einstellen, dann schnarren die unteren Lagen. Die Saite braucht ein bisschen Luft, um zu schwingen. Und das erreicht man durch die Halskrümmung. Bei klassischen Instrumenten, auch beim Kontrabass zum Beispiel, baut man eine sogenannte Hohlkehle ein und die ist tatsächlich nicht unerheblich. In diesem Fall bringt es also gar nicht so viel, die Halskrümmung zu ändern. Da muss uns was anderes zu Hilfe kommen. Und Leo Fender hat vorgesorgt für diesen Fall und das sogenannte Micro-Tilt-Adjustment bei diesen Instrumenten eingebaut. Wir haben also hier eine 3-Punkt-Befestigung und dieses kleine Löchlein hier unter der unteren Schraube. Dahinter verbirgt sich eine weitere Schraube. Ich baue das gleich mal auseinander und dann sieht man auch mal, wie das funktioniert. Und damit kann man den Halswinkel ändern, den Anstellwinkel des Halses zum Korpus, zur Brücke.
Und das verschafft uns den Spielraum, den wir benötigen, um die Seitenlage wieder besser einstellen zu können. Dann, nächster Schritt, der Sattel. Wie sieht es da aus? Auch hier, Tipptechnik. Ich drücke die Seite im dritten Bund runter, sodass die Seite auf dem zweiten Bund aufliegt, und tippe jetzt hier auf den ersten Bund. Hier muss ein bisschen Luft sein. In diesem Fall ist es wenig für einen Bass, aber vollkommen ausreichend. Bei der G-Seite könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen weiter runter. Ich habe für genauere Messungen hier in meiner Kiste auch eine entsprechende Fühlerlehre, die man wahrscheinlich sonst im Kfz-Bereich für Ventilspiel oder sowas einsetzen würde. Und da habe ich jede Menge verschiedene Lehren, mit denen ich dann genauer feststellen kann, wie groß ist die Distanz zwischen Seite und Bund. Also zum Beispiel bei der Halskrümmung und bei der Ermittlung der Sattelhöhe. Ich verlasse mich da aber auch so ein bisschen auf meine Erfahrung und auf das Gefühl, wie viel das jetzt gerade ist. Bei der E-, A- und D-Seite mache ich nichts mehr. Das ist schon gut, zumal wenn die Halskrümmung jetzt noch ein bisschen gerader wird, wird das ja eher noch etwas weniger da oben, sodass ich da also ungerne Material wegnehmen würde. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass dann die Seiten im ersten Bund schnarren. Jetzt gucke ich mir nochmal den Tonabnehmer an, ob der sich bewegen lässt, weil den will ich ja auch in der Höhe einstellen. Der sitzt ziemlich fest, also ich werde den auch mal ausbauen. Ich weiß, bei den Music Man Stingray Bässen sind Federn drunter, keine Gummis, keine Moosgummis. Zum Beispiel wie hier sind Moosgummis drauf als Dämpfer. Und die haben den Nachteil, dass die mit der Zeit aushärten. Das Lösungsmittel da drin, das verfliegt. Und letztendlich ist das nur noch so eine harte, bröselnde Masse, die man als Dämpfer auch nicht mehr benutzen kann. Und oft ist bei diesen alten Instrumenten genau dieses Material unter den Tonabnehmern. Und wenn das dann so hart wird, dann ist genau das hier der Effekt, dass man die Tonabnehmer einfach nicht mehr bewegen kann, dass die fest auf diesen schwarzen Dingern hier drauf sitzen. Aber hier müssten eigentlich Federn drin sein, wenn da keiner vorher rumgebastelt hat, sodass hier wahrscheinlich einfach nur entweder der Spielraum der Federn vollkommen erschöpft ist oder irgendwas verkantet ist. Aber das werde ich gleich mal feststellen. Seiten kommen runter. Die werde ich auch nicht mehr benötigen. Da kommen neue drauf. Ist immer ein bisschen fummeliger, die Seiten jetzt durch den Korpus zu ziehen. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Es ist schon etwas solider, als wenn die Seiten die Brücke quasi hochziehen. Weil so sind die Ballends ja wirklich im Korpus verankert. Ob das jetzt einen klanglichen Vorteil hat, sagen wir dahingestellt. Auf alle Fälle ist der Andruck auf die Reiter etwas höher, weil der Winkel hier steiler ist hinter der Brücke. Und das hat mit Sicherheit klangliche Vorteile. Und hier merkt man schon, wenn man an der Seite lang geht, dass die auch schon lange drauf ist, die Seite. Dann sieht die Buntstäbchen nämlich schon in die Seite unten reingearbeitet. So, jetzt wo die Seiten runter sind, kann ich mir auch mal die Buntstäbchen ein bisschen näher angucken. Das ist auf alle Fälle noch die Erstbundierung, weil die noch in dem Lack drin sind. Es ist bei den alten Instrumenten, bei alten Fender-Instrumenten aus den 70ern, die dieses lackierte Mapleboard hatten, und eben auch bei den Stingrays so, dass
der Hals erst mundiert wurde, erst das Griffbrett mundiert wurde und dann kam der Lack drüber. Heutzutage macht man das eher so, dass man das Griffbrett lackiert und dann kommen die Bünde rein. Das ist natürlich für eine Neubundierung wesentlich angenehmer. Also das ist jetzt hier das Griffbrett, die Oberseite. Und dann sind hier die Bünde drin. Und dann wurde das lackiert. So, der Lack, der läuft dann hier auch so leicht in die Kanten rein. Und dann sieht das so aus, was auch den Nachteil hat, dass man tatsächlich weniger Bundhöhe hat bei einem lackierten Griffbrett als bei einem unlackierten oder bei einem Palisander-Griffbrett zum Beispiel. Bei dem Bass sind die Bünde erfreulicherweise in einem recht guten Zustand. Die sind sehr niedrig, also die gucken wirklich nur minimal aus dem Lack raus, aber haben keine tiefen Kerben drin, so dass man da also auch nicht viel Material abtragen muss, um die Oberfläche wieder schön glatt zu bekommen. Wenn da jetzt Kerben drin wären, dann müsste man sehr viel Material runternehmen und dann hat man eigentlich schon fast einen Fretless Bass. Ich werde also nur die Oberfläche so ein bisschen plan schleifen, wobei man bei diesen alten Stingray-Bässen auch mal gucken muss, wie das Halsende aussieht. Oft hat man hier am Halsende so einen sogenannten Ski-Jump, eine Sprungschanze, dass man hier eine leichte Erhebung drin hat, sodass also die Bünde davor auf einem niedrigeren Niveau sind als die letzten Bünde. Das heißt, der schnarrt in den oberen Lagen dann extrem. Ist leider ganz häufig bei Stingray-Bässen der Fall. Besonders aus den späten Baujahren, weil der Spannstab in einer Fräsung drin liegt. Die Fräsung ist hier verschlossen mit diesem Skunk Stripe. Hier ist so ein Spannstab, den habe ich aus einem alten Framus-Bass ausgebaut. Das ging dann tatsächlich nur durch Entfernen des Griffbretts. Stahlstab raus, neuen Stahlstab rein und Griffbrett wieder drauf. Das ging. Aber hier habe ich dann mal so ein Ding ausgeschlachtet vor mir liegen. Hier oben sieht man das Gewinde, wo dann normalerweise die Trustwort-Mutter drauf sitzt, die war bei diesem Instrument abgerissen. Das Gewinde ist also durchgerissen hier und da war nichts mehr zu machen. Am anderen Ende ist ein Anker, der sich hier hinter befindet und der den Stab vor Verdrehen sichert. Ich male hier mal den Hals im Querschnitt auf. Das sieht etwa so aus. Und die Fräsung da drin, also die kommt von hier aus rein, die Fräsung, die hat einen Boden, der etwas übertrieben natürlich, damit man es besser sieht, so aussieht. Und hier sitzt dann auch der Stahlstab drin. Der wird auch so gebogen eingebaut. Das ist alles ein bisschen übertrieben. Da ist der Anker, hier ist das Gewinde. So, und wenn man jetzt den Stahlstab anzieht, versucht er sich durch die Spannung gerade zu machen. Und dadurch drückt der den Hals so rum. Also der Hals wird im Grunde jetzt konvex, wölbt sich in diese Richtung. So, und dann, wenn man diese Wölbung nach hinten hat, dann hat man auch die Vorspannung, die man benötigt, wenn der Seitenzug da drauf kommt, dass der Hals dann wieder gerade ist. So, und da ist oft das Problem gewesen bei diesen späten Stingray-Bässen, dass die Fräsung am Boden nicht wirklich konkav war. Oder ist sie ja konvex.
sondern relativ gerade. So, und wenn das der Fall ist, dann zieht der Stab den Hals nicht wirklich nach hinten oder nach oben, sondern dehnt sich und fängt an, Verwerfungen zu erzeugen in dem Hals. Und da hat man oft hier hinten dann so einen leichten, so eine leichte Ausbeule und dann kommt eine Delle und dann ist es wieder so. Ja, das ist übertrieben jetzt, die Oberseite von einem ungünstigen Stingray-Hals. So, und wenn jetzt hier, das kommt auch weg, wenn jetzt da die Seite drüber geht, ist klar, wenn man hier runterdrückt, dann schnarrt dieser ganze Bereich, weil es hier natürlich zu hoch ist. Und da muss ich jetzt auch mal gucken, wie es bei dem Stingray aussieht, den ich hier auf der Werkbank habe. Dazu nehme ich jetzt mal ein Stahllineal und gucke mir den Hals mal an. So, jetzt da die Seiten runter sind, hat der eine leicht konvexe Durchbiegung, geht also nach hinten. Und wenn ich mir den oberen Bereich anschaue, sieht das tatsächlich ganz gut aus. Der letzte Bund ist vielleicht ein bisschen höher, aber es ist nicht zu erkennen, dass der ganze Bereich hoch geht. Also im Gegenteil ist es eher so, dass jetzt in der Mitte diese Durchbiegung ist, weil die Seitenspannung fehlt. Und wenn ich das Lineal jetzt mal wirklich nach hinten kippe, sodass also der letzte Bund mit dem Lineal Kontakt hat, dann ist da nur wenig Luft und das kommt in erster Linie auch durch den letzten Bund. Das heißt also, wenn ich den Kollegen so ein bisschen runterfeile, sollte das alles schon in Ordnung sein. Also haben wir hier ganz gute Chancen, ohne viel Materialabtrag die Bünde auf ein einheitliches Niveau zu bringen. Die sitzen auch schön stramm drin, da ist wenig Luft gewesen nach rechts und links. Das ist nämlich wichtig, bei diesen Dreipunktverschraubungen hat man jetzt nicht so viel, hat man jetzt nicht so viel Kraft. Gerade wenn diese Micro-Tilt-Adjustment-Funktion aktiviert ist, liegt ja der Hals im Grunde nur vorne auf der Kante auf und hinten auf der Schraube. Und ein Problem bei vielen Fender-Instrumenten aus den 70ern war dann einfach, weil die Halstaschen nicht so hundertprozentig gefräst waren, also viel Luft hatten, dass der Hals sich nach rechts und links bewegte. Und je besser die Halsschrauben in den Führungen sitzen, desto weniger Spiel ist da natürlich drin. So, jetzt wurde diese Halsplatte wahrscheinlich auch noch nie entfernt, sitzt also richtig schön fest auf dem Nitrolack drauf. Und der Nitrolack ist ja auch eher so ein bisschen weicher, bis das ganze Lösungsmittel rausgezogen ist. Und jetzt kann der Hals raus und wir sehen einmal hier den Anker. Der sieht hier ein bisschen anders aus als bei dem Trustrod, den ich eben gezeigt habe. Und was man auch sehen kann, das Halsdatum November 1978. Habe ich also sehr gut gelegen. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal den Stempel in der Halstasche, November 1978. Also wird es wahrscheinlich so sein, diese Platte, die ist laut Seriennummer eher so von September 78. Die lag tatsächlich irgendwo in einer Schublade, in einem Regal. Die wurde dann genommen, als die beiden Parts fertig waren. Und dann mit dem Bass hier zusammen verbaut. Und hier haben wir die Einstellschraube für die Halswinkelveränderung.
Und damit kann ich jetzt den Halswinkel extrem verändern. Ja, damit haben wir also ein gutes Werkzeug an der Hand, um den Bass perfekt einzustellen. Jetzt, wo der Hals schon mal ab ist, kann ich mir erstmal den Stahlstab hier näher anschauen. Auch das wird ja eine Zollschraube sein. Der fühlt sich sehr gut an. Er hat ein bisschen Spiel, aber das ist normal. Und der geht schon sehr schwer. Aber er geht. Ich löse den jetzt erstmal. So, okay, jetzt habe ich hier diese Truss-Rod-Mutter ausgebaut. Hat nicht ganz diese Bullet-Form, wie man sie von Fender kennt. Also die sieht wirklich aus wie eine Patrone. Bei dem Stingray ist es einfach nur so ein bisschen verrundet oben. So, ich mache da mal so ein ganz kleines bisschen Wachs unten ran, damit das etwas sanfter läuft beim Zusammenbau. Mein Applikatorstäbchen. Und jetzt kann die Mutter wieder zurück in die Bohrung. Reichen, um gegen den Seitenzug arbeiten zu können. Okay, das war der Hals. Und jetzt gucken wir uns mal den Tonabnehmer von unten an. Auch hier haben wir Feingewindeschrauben, mit denen man natürlich auch sehr fein die Höhe einstellen kann. Das ist also nicht nur eine Befestigung, sondern auch eine wirkliche Justage. Da geht der auch schon weit nach oben. Das heißt also, die Federn waren sehr wahrscheinlich einfach komplett zusammengestaucht und nichts ging mehr. Da kann ich aber auch nichts gegen machen. So, ein bisschen rausziehen. So sieht es aus. Das ist eine relativ flache Fräsung. So, und wenn man jetzt den Pickup runterschraubt, ist hier dann einfach eine Grenze erreicht. Hier sind die Federn am Ende. Und dann haben wir nach unten hin keinen Spielraum mehr. So, da ich aber den Halswinkel ändern werde und damit auch die Reiter wieder etwas höher kommen, haben wir auch wieder mehr Abstand zum Tonabnehmer, so dass ich eventuell den sogar wieder ein bisschen hochdrehen kann. So, jetzt muss man auch hier wieder schauen, dass man diese Schrauben genau richtig in den Gewindegang reinbekommt. Sobald man merkt, dass die irgendwie schwergängig sind, aufhören. Ich habe selber einen 83er Stingray und da ist mir genau das passiert bei dem Batteriefach, dass ich den Deckel festmachen wollte und die Schraube ging irgendwie ein bisschen komisch, aber ich habe trotzdem weitergemacht und auf einmal war sie ab. Das soll natürlich bei einem Kundenbass nicht passieren. Der Pickup ist parallel verdrahtet. Bei Music Man hat also relativ wenig Output. Ich glaube, eine Spule hat irgendwie so zwischen 2 und 3 Kilo Ohm und zusammengeschaltet sind es dann irgendwie so 1,5. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist verglichen mit normalen passiven Tonabnehmern von Fender
die dann um die 8 rum haben, im Precision sogar noch mehr, extrem wenig. Und deswegen ist auch diese Aktivelektronik so wichtig bei dem Stingray, weil die bringt eigentlich den Output erst auf das nötige Level. Okay, an der Brücke selber gibt es nichts zu machen. Diese Dinger, die zerbröseln hier so vor sich hin. Die beiden Schrauben hier an der Seite haben einmal die Funktion, dass sie die ganze Brücke überhaupt erstmal halten. Wobei der Seitenzug, ja, dadurch, dass die Seiten durch den Korpus gehen, die Brücke eigentlich nicht anheben oder wegziehen. Das heißt also, zwei Schrauben reichen bei dieser Brücke vollkommen aus. Auch das sind normale Maschinengewindeschrauben, das sind keine Holzschrauben. Die greifen auch in Muffen, die da drunter sind. Und die haben gleichzeitig die Funktion, dass sie die Reiter seitlich begrenzen. Ja, also wenn die Oktavreinheit jetzt zufälligerweise genau da perfekt wäre bei der dicken E-Seite, ist das auch ein schöner Anschlag und die Reiter können sich hier nur in ganz engen Bahnen bewegen. Bei den alten Fender-Bässen war es halt so, dass die Reiter einfach auf der Grundplatte frei beweglich waren. Bei manchen Bässen hat man dann Rillen unten drin, als Führung für diese Madenschrauben, die da in den Reitern drin sind. Ist auch eine Möglichkeit. Hier dürfen die sich ein bisschen bewegen, aber eben auch nur in einem begrenzten Rahmen. Okay, Elektronik haben wir gecheckt, geht alles. Tonabnehmer haben wir uns angeguckt, was da los war. Das sollte auch funktionieren. Im Grunde kann ich mir jetzt den Hals vorknöpfen und die Bünde in Ordnung bringen.